Moin, hier ist Robert und in diesem Video werde ich dir verraten, wie wir auf die verrückte Idee gekommen sind, in den letzten 12 Monaten nur noch 4 Tage pro Woche zu arbeiten. Ich werde ganz genau zeigen, worauf es dabei ankommt, was wir umgesetzt haben und vor allem, worauf du unbedingt achten musst, damit das Ganze auch funktionieren kann. Und ich muss selbst sagen, ich bin extrem überrascht, was in den letzten 12 Monaten alles passiert ist. Die Ereignisse haben sich irgendwie seitdem extrem überschlagen und es war verrückt zu sehen, was eine Änderung im Leben alles auslösen kann. Wenn du also selbstständig bist oder Unternehmer, dann solltest du dir das Video unbedingt bis zum Ende anschauen. Selbst wenn du gerne hustlest und auch 60 Stunden gar kein Problem für dich sind, dann ist dieses Video trotzdem perfekt für dich, weil es wirklich dir nochmal eine andere Perspektive bietet, die vielleicht auch für dich interessant sein könnte. Wenn dir das Video gefallen hat an irgendeinem Punkt, dann würde ich mich extrem über ein Like freuen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in das heutige Video rein. Als erstes werde ich dir natürlich verraten, wie wir auf die verrückte Idee gekommen sind, 4 Tage pro Woche nur noch zu arbeiten. Und dazu muss man so ungefähr 2 Jahre zurückspulen. Es war Ende 2020, es war der längste Winter in Hamburg, den ich, glaube ich, jemals erlebt hatte. Es war der Winter des Lockdowns und zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, so viel gearbeitet wie noch nie. Locker 60 Stunden pro Woche, wenn nicht sogar mehr. Und so ging es nicht nur meinem Team und auch meinen Freunden in meinem Umfeld. Wir haben unglaublich viel Gas in dieser Zeit irgendwie gegeben, weil es gab auch nicht irgendwie was anderes, was man machen konnte. Und ich weiß nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind, aber mit ein paar Freunden, mit denen ich sowieso immer schon in Kontakt stand, haben wir beschlossen, einfach mal wirklich einen Tag uns rauszunehmen und uns unter der Woche einfach mal einen Tag zu nehmen und einfach nachzudenken. Ja, ich glaube, das war auch das Stichwort. Und wir haben uns gesagt, hey, wir gehen nicht irgendwie in ein Büro oder wir gehen nicht irgendwo hin, sondern wir setzen uns einfach in ein Restaurant und bleiben einfach den ganzen Tag sitzen. Sogenanntes Sitzenbleiben war eine Idee, die ich irgendwann mal aufgeschnappt hat und hat mir extrem gut gefallen. Das haben wir auch dann getan. Wir haben uns in ein Restaurant in Hamburg gesetzt und haben wirklich angefangen, nach und nach zu erzählen, wo wir gerade stehen, was unsere Herausforderungen sind und was unsere Ziele sind, was unsere Ambitionen sind. Und die anderen hatten dann die Chance, sozusagen ihren Input zu geben. Und am Ende waren wir, glaube ich, zu 4 damals. Es waren Tim, David, Flo und ich. Und es war eine unglaublich coole Runde. Es hat super viel Spaß gemacht. Der Gin Tonic kann natürlich dazu beigetragen haben. Und wir alle haben festgestellt, wir arbeiten viel zu viel. Und ich werde diesen Satz nicht vergessen, den Tim hat irgendwann fallen lassen, dass er gesagt hat, Jungs, ihr wisst schon, mit harter Arbeit werden wir niemanden mehr schlagen. Und du hättest in diesem Moment wirklich eine Stecknadel in dem Raum fallen lassen können, weil absolute Stille war. Jeder fühlte sich wirklich ertappt. Jedem war auch ein Stück weit klar, dass halt mehr Stunden reinstecken nicht der Schlüssel sein kann, dass es heute ganz andere Hebel auch gibt, sowas wie Mitarbeiter einstellen, Werbebudget ist ein Hebel oder auch Skaleneffekte in der digitalen Welt und dass halt harte Arbeit halt nicht mehr der Kern sein kann. Und wir fühlten uns alle irgendwie komplett ertappt, haben das sacken lassen. Und ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber irgendjemand hat gesagt, was ist denn, wenn wir was völlig counterintuitives machen und wirklich weniger arbeiten und auch ein Stück weit uns dazu zwingen? Und das sackte einen Moment und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, was wäre denn, wenn wir wirklich uns vornehmen, nur noch 4 Tage pro Woche zu arbeiten? Und natürlich kamen direkt zahlreiche Zweifel auf, wie soll das funktionieren? Lass das mal nächsten Monat probieren. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das klappen kann. Aber am Ende haben wir uns zusammengerauft und gerafft und gesagt, hey, die einzige Chance ist, dass wir das wirklich gemeinsam machen, ne? Weil ansonsten, wenn man das alleine macht, wird man ganz schnell wieder vom Alltag eingeholt. Und an dem Tag noch haben wir uns direkt für den nächsten Mittwoch verabredet, zum Frühstücken direkt. Und ab dann haben wir eigentlich nicht mehr aufgehört, mittwochs gemeinsam zu frühstücken. Und das Coole ist wirklich, dass ich auch hier in Spanien nicht aufgehört habe und dass ich auch noch regelmäßig mit Laptop sozusagen eigentlich dabei bin bei diesen Frühstücken und wir das wirklich mittlerweile seit fast 1,5 Jahren machen und es wirklich verdammt viel verändert hat. Und ich kann Ihnen nur so viel sagen, ich bin selbst erschrocken darüber, was alles in diesen über 12 Monaten passiert ist und wie es sich wirklich auf mein Leben und auch mein Unternehmen ausgewirkt hat, werde ich dir jetzt im nächsten Abschnitt verraten. Was ist jetzt nach 12 Monaten mit der 4-Tage-Woche passiert? Fangen wir vielleicht mit dem privaten Bereich mal an und den Auswirkungen auf meinen privaten Bereich. Die erste Sache, die passiert ist, ist, dass ich nach Spanien gezogen bin. Und das für mindestens 6 Monate. Wie es danach weitergeht, kann ich tatsächlich noch nicht beantworten. Alle Details dazu findest du auch in meinem letzten Video, wenn du dort in die Tiefe einsteigen willst. Meine Beweggründe und warum das Ganze passiert ist, das will ich hier nicht nochmal in der Tiefe besprechen. Die zweite Sache, die passiert ist, ich hatte
endlich wieder Hobbys. Und das war tatsächlich etwas, was mir lange Zeit irgendwie aufgefallen ist, dass ich in Hamburg in so einem Tunnel und in so einem Modus war, dass ich eigentlich nur gearbeitet habe. Und ich will nicht sagen, dass der Regen, die Dunkelheit und die Nässe und die vielen Monate des Winters immer dafür gesorgt haben, dass man viel gearbeitet hat. Aber wirklich, Hamburg hat die besten Arbeitsbedingungen, glaube ich, um viel zu arbeiten. Dadurch, dass ich wirklich diesen Tag mittwochs frei hatte, hat es mich am Ende aber dazu gezwungen, wirklich drüber nachzudenken, was könnte man abseits von der Arbeit eigentlich tun. Und der Kickoff mit den Jungs mittwochs war immer der perfekte Startschuss, dass wir zusammen irgendwie was gefrühstückt haben und dann Tretboot gefahren sind, Kanu fahren gegangen sind oder auch ganz andere Sachen uns irgendwie haben einfallen lassen. Aber ich habe plötzlich wieder mir erlaubt, zum Beispiel Battlefield zu spielen und zu zocken. Ich habe angefangen, meinen Motorradführerschein gemeinsam mit René zu machen und bin plötzlich langsam dahin gekommen, wieder Hobbys abseits der Arbeit zu haben. Und es war ein unglaubliches Gefühl, weil ich all die Jahre davor eigentlich war Arbeit mein einziges Hobby. Und der dritte Punkt ist, dass durch diese Aktivitäten abseits vom Unternehmertum und in der Selbstständigkeit ich viel mehr Gelassenheit bekommen habe, viel mehr Ruhe bekommen habe und auch Spontanität plötzlich möglich geworden ist. Nicht nur mittwochs, sondern auch an den anderen Wochentagen bin ich viel entspannter geworden und ich werde dir auch gleich im nächsten Abschnitt des Videos verraten, was sich alles unternehmerisch geändert hat, weil das plötzlich diese Spontanität auch eingeführt hat. Und tatsächlich gibt es ein cooles Buch von Michael Hyatt, Free to Focus, und der meinte, dass seine Enkelkinder ihn irgendwann gefragt haben, ob er nicht Lust hätte, jetzt mit ihnen Fußball spielen zu gehen, und er Nein gesagt hätte, weil er so viel gearbeitet hat als Selbstständiger. Und irgendwann ist er dann drauf gekommen, dass Spontanität wirklich seine oberste Kennzahl sein sollte. Weil er wollte mit seinen Enkeln gerne Fußball spielen, konnte es einfach nicht, weil er einfach Meeting nach Meeting nach Meeting nach Meeting hatte. Und in diesem Buch beschreibt er wirklich, wie er sein gesamtes Leben und sein gesamtes Unternehmen auch umgebaut hat, sodass er plötzlich mit seinen Enkeln regelmäßig Fußball spielen konnte. Und das hat mich so inspiriert, dass Spontanität eine super coole Kennzahl ist, dass man wirklich sagt, hey, ich habe Lust, am Donnerstagnachmittag mal eine Motorradtour zu machen, und es plötzlich zu können, ja, war etwas, was wirklich das Leben viel, viel bunter gemacht hat. Und der dritte und letzte Punkt, glaube ich, privat ist, dass ich viel mehr Unabhängigkeit bekommen habe von dem Erfolg meiner Selbstständigkeit oder auch meinem Unternehmertum. Jeder, glaube ich, von uns kennt es, der selbstständig ist oder unternehmerisch aktiv ist. So wie es in deinem Unternehmen läuft, geht es dir häufig auch, ne? Dadurch, dass das Leben aber so bunt geworden ist, dass man so viele Hobbys, Zeit für Freunde, coole Aktivitäten irgendwie bekommen hat, hat das Ganze irgendwie in eine ganz andere Perspektive gerückt. Dadurch, dass ich vorher nur in Anführungszeichen cooles Unternehmen hatte und eine coole Selbstständigkeit hatte, ging natürlich auch meine Schwankungen nach oben und nach unten genau 1:1 davon ab. Dadurch, dass man jetzt andere Themen hatte und wenn mal ein Tag schlecht gelaufen ist, man sich plötzlich aufs Motorrad schwingen konnte, hat es alles irgendwie ausgeglichen. Und ich bin verdammt glücklich, diesen Schritt der 4-Tage-Woche gestartet zu haben, weil es wirklich mein gesamtes Privatleben auf den Kopf gestellt hat. Und ich kann nur zusammengefasst sagen, mein Leben ist dadurch bunter denn je geworden und ich will keinen Tag missen, und es war wirklich die beste Entscheidung, die ich an dieser Stelle treffen konnte. Das viel spannendere Thema ist natürlich jetzt, wie hat sich das Ganze auch unternehmerisch ausgewirkt, und das verrate ich dir direkt im nächsten Abschnitt. Kommen wir zu den beruflichen Auswirkungen, und ich muss sagen, hier fängt wirklich der absolut verrückte Part an, weil das hätte ich selbst nicht gedacht, dass das in diesen 12 Monaten passiert, wo ich nur noch 4 Tage gearbeitet habe. Das erste, was ich beobachtet habe, ist, dass das Parkinson'sche Gesetz greift. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Es besagt am Ende, du brauchst für eine Aufgabe so lange, wie du Zeit zur Verfügung hast. Das bedeutet, wenn du einen Tag Zeit hast, um eine Präsentation zu bauen, dann brauchst du mit aller Wahrscheinlichkeit einen ganzen Tag dafür. Wenn du aber nur 2 Stunden dafür Zeit hast, dann brauchst du auch wahrscheinlich nur 2 Stunden dafür. Und das Gleiche gilt eigentlich für deine Arbeitswoche. Wenn du 5 Tage zur Verfügung hast, dann arbeitest du auch 5 Tage und kriegst die auch meistens gut gefüllt. Wenn du dir selbst aber sagst, du hast nur noch 4 Tage, du wirst dich wundern, wie leicht es plötzlich funktioniert, diese 5 Tage zu 4 Tagen zu machen. Ich war selbst erschrocken, dass ich gemerkt habe, hey krass, wie leicht ich eigentlich meine 5 Tage in 4 Tage eindampfen konnte und wie nahtlos das eigentlich funktioniert hat. Natürlich musste ich ein paar Sachen ausmisten, aber ich war selbst erschrocken, dass
vieles, was ich auch gestreckt hatte, plötzlich in 4 Tagen funktionierte. Und das bringt mich eigentlich zur zweiten Tatsache, und zwar eine Idee von Timothy Ferris, der sogenannte Lead Domino. Das bedeutet, wenn du so eine Domino-Reihe antippst, was ist so der erste Domino-Stein, der alles andere ins Rollen bringt und auch leichter macht bzw. irrelevant macht. Und das ist die große Idee, die ich von Timothy Ferris auch mitgenommen habe. Was sind wirklich Aktivitäten, die einen Unterschied in meinem Unternehmen machen? Und wenn man wirklich drauf guckt und wenn ich auch auf die Landkarte gucke, sind halt wirklich die richtigen Mitarbeiter zu finden, einzustellen, zu trainieren, auch mein Team sozusagen in die richtigen Aufgaben und Positionen zu bringen, ist ein viel größerer Hebel, als dass ich 5 bis 10 Stunden mehr arbeite. Oder dass ich an einem Tag vielleicht statt, was weiß ich, 500 Euro Werbebudget ausgebe, stattdessen 1000 Euro ausgebe, ist auch ein viel größerer Hebel, als dass ich noch eine Stunde mehr arbeite. Oder dass ich zum Beispiel mich entschieden habe, in diesem Jahr wirklich all in bei YouTube zu gehen und richtig gute Videos für dich zu machen, wird auch Skaleneffekte haben, die einen viel größeren Hebel haben, als dass ich noch einen zusätzlichen Tag irgendwie arbeite. Und diese Idee habe ich wirklich von Timothy Ferris mitgenommen und gedacht so, was sind wirklich Aktivitäten, die einen Unterschied machen? Und das sind wirklich eine Handvoll von Sachen, wo du keine 60 Stunden pro Woche brauchst, um die wirklich umzusetzen. Und dann kommt eigentlich der dritte Part, und das ist etwas, was so ein bisschen mit dem Parkinson'schen Gesetz korrelierte, ist, dass ich mich nicht getraut habe, viele Sachen abzugeben. Und ein schönes Beispiel dafür ist tatsächlich LinkedIn-Content. Und du bist vielleicht schon mal über meine Posts auf LinkedIn gestolpert. Und es war wirklich mein Herzblut, diese Post zu schreiben. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich das wirklich jemandem beibringen kann und der es am Ende nicht so gut macht wie ich, sogar noch besser macht. Und das Verrückte war, dass wirklich es keine 2 Monate gedauert hat, wo Liz aus meinem Team als Werkstudentin das nicht nur mindestens genauso gut gemacht hat wie ich, sondern sogar deutlich besser gemacht hat als ich, aber auch nur, weil ich mich getraut habe, dieses Thema abzugeben. Und was war sozusagen der Punkt? Ich hatte das Gefühl, so ein bisschen auf der Stelle zu treten, dass ich das Spiel durchschaut hatte. Ich wusste, worauf es bei Posts ankommt, und ich habe ihr sozusagen Schritt für Schritt ganz genau gezeigt, wie es funktioniert. Und es war unglaublich schön zu sehen, weil es am Ende natürlich auch ein großer Blocker jede Woche bei mir war. Der war plötzlich weg. Gleiches gilt für Beratung mit Kunden. Ich habe noch längste Zeit viele Beratungsgespräche auch selber geführt mit Kundinnen und Kunden von uns, bis ich irgendwann gesagt habe, hey, AC und ihr Team machen dann viel besseren Job als ich. Was hühnere ich da noch rum? Und habe es dann irgendwann final auch AC und ihrem Team übergeben und wieder ein paar Stunden in meinem Kalender gewonnen. Gleiches gilt, dass wir im letzten Jahr wirklich jeden Monat einmal pro Woche ein Live-Training durchgeführt haben. Und das Live-Training war natürlich etwas, was ich nicht abgeben konnte. Aber die ganze Vorbereitung, dieses technische Setup, die ganze Promotion auch in E-Mails und in LinkedIn-Posts war etwas, wo ich lange dran geklammert habe und wirklich eine ganze Woche häufig dafür gebraucht habe, bis ich das auch Liz in die Hand gedrückt habe und die es wirklich locker gewuppt hat, 1000-mal schneller gemacht hat als ich und mein Kalender immer leerer wurde. Und das war auch die Gefahr so ein bisschen, dass mein Kalender immer leerer wurde und ich lange Angst auch davor hatte. Was mache ich, wenn mein Kalender plötzlich komplett leer ist? Und das ist eigentlich auch so der vierte Punkt, was plötzlich ein Ergebnis war, dass ich mir als Ziel gesetzt habe, hey Robert, versuch mal wirklich es zu schaffen, deinen Kalender so leer wie möglich zu machen. Was sind wirklich die Tätigkeiten, die du bestenfalls noch nicht so geknackt hast und noch nicht an dein Team übergeben kannst? Und das waren dann am Ende eine Handvoll von Sachen, zum Beispiel sowas wie Werbeanzeigen schalten, hatte ich noch nicht das Gefühl, dass ich das jemandem auch gut beibringen kann. Oder die Live-Trainings natürlich halten, ist auch etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht und ich glaube auch lange dauern wird, bis ich das jemandem beibringen würde. Aber das war's. Das würde nicht mal heute mehr einen Tag füllen an Routinetätigkeiten in Anführungszeichen. Und das war verrückt zu sehen. Und das führte dann am Ende aber zu dem fünften Punkt, dass ich mir selbst die Frage gestellt habe, was ist eigentlich die Aufgabe als Selbstständiger oder auch als Unternehmer in deinem Unternehmen? Und jeder von uns hat, glaube ich, schon mal das Thema gehört, dass man nicht in seinem Unternehmen arbeiten soll, sondern an seinem Unternehmen. Und so abgedroschen das vielleicht klingt, das, was für mich den Unterschied gemacht hat, ist, dass es ein Unterschied ist zwischen Routinetätigkeiten. Das ist tatsächlich das, was im Unternehmen arbeiten heißt. Das bedeutet, du machst Sachen, die du schon mehrmals gemacht hast, so wie ich wirklich 6 Monate lang jeden Monat diese Live-Promotion und die Funnels gebaut habe, hätte ich schon im 2. Monat abgeben können. Und zu kreativen Projekten. Das bedeutet, was ich mir wirklich ab dem Zeitpunkt auf die Fahne auch geschrieben habe und was durch die 4-Tage-Woche auch losgetreten wurde, ist, dass mein Kalender Raum hatte für persönliche Weiterentwicklung, ja, weil am Ende wächst natürlich auch mein Unternehmen mit meinen Erfahrungen und den Erkenntnissen, die ich habe als Unternehmer.
und kreative Weiterentwicklung des Unternehmens. Ich werde nicht dafür bezahlt, Sachen irgendwie jeden Tag wiederholt zu machen, sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich mir überlege, wie ich mein Unternehmen auch kreativ weiterentwickeln kann. Und was ist so die Kennzahl für Kreativität? Natürlich, dass du neuen Input brauchst, dass du neue Sachen lernen musst. Ansonsten wird halt schwierig, dass du auf geniale Ideen kommst. Aber du brauchst auch Zeit dafür. Und diesen Raum hatte ich vorher niemals, weil ich wirklich in diesen 5 Tagen war, viele Routine-Tätigkeiten hatte, ab und zu mal ein paar kreative Lücken hatte, aber wirklich dadurch, dass ich den Kalender wirklich leer gemacht habe, diesen Tag auch in der Woche hatte, wo ich durchatmen konnte, hat einen gigantischen Prozess losgetreten, der wirklich alles verändert hat. Und das bedeutet, ich bin mir nochmal am Ende auch viel, viel klarer darin geworden, was meine Aufgabe eigentlich als Unternehmer ist und vor allem, was es nicht ist. Und ich hoffe, dass diese 5 Punkte dir das genau gezeigt haben, was es für mich bedeutet hat. Im letzten Abschnitt werde ich dir noch verraten, was meine finalen Gedanken zu dem Thema jetzt sind, und lass uns damit direkt starten. Meine finalen Gedanken zur 4-Tage-Woche nach über 12 Monaten sind, dass ich unglaublich glücklich bin, in den letzten Jahren viel zu viel gearbeitet zu haben, dass wir wirklich zu dem Tiefpunkt gekommen sind, wo wir gemerkt haben, hey, so kann es nicht weitergehen, und wirklich Tim gesagt hat, hey, mit harter Arbeit werden wir niemanden mehr schlagen, und dass wir uns auf dieses Experiment für 4 Wochen initial wirklich eingelassen haben und es einfach mal ausprobiert haben. Wir haben zu dem Zeitpunkt nicht gesagt, wir machen das jetzt 1 Jahr lang, weil wir viel zu viel Angst davor hatten, aber auf 4 Wochen konnten wir uns wirklich einlassen, und nach den 4 Wochen gab es einfach kein Zurück mehr. Und du hast in diesem Video hoffentlich gesehen, was es für krasse positive Auswirkungen sowohl auf mein Privatleben als auch auf mein Unternehmen hatte. Insofern ist es hoffentlich auch für dich ein Experiment wert. Absolute Voraussetzung, damit das Ganze funktioniert, ist wirklich, dass du dir jemanden suchst, der mindestens genauso verrückt ist wie du. Hätte ich die Jungs nicht gehabt, hätte ich das niemals durchgezogen, wäre ich wahrscheinlich schon nach der 2. Woche irgendwie vom Alltag wieder gefressen worden. Also insofern such dir jemanden, mit dem du das Ganze durchziehen kannst. Die Frage auch an dich: Ist die 4-Tage-Woche etwas, was du dir vorstellen könntest? Schreib es gerne in die Kommentare. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Das würde mich wirklich interessieren. Wenn dir das Video gefallen hat und du kein Video mehr verpassen willst, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Und dann freue ich mich, dich im nächsten Video begrüßen zu dürfen, am nächsten Montag um 15.30 Uhr. Wir sehen uns dort. Bis dann. Same time next week? Same time next week. All right.